Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Montague Keen durch Veronica Keen. Channeling vom 18. Juni 2017. Übersetzt von Robert James Lee's Project. Was du und dein Team in den letzten 10 Tagen enträtselt habt, wird dabei helfen, der Menschheit die Last zu nehmen. Wenn der Geist dafür offen ist, mit der geistigen Seite des Lebens zu arbeiten, dann sind die Möglichkeiten grenzenlos. Es wird euch dabei helfen, aus der Unterdrückung auszubrechen. Zuerst einmal müsst ihr verstehen, wer und was euch unterdrückt. Ihr habt bereits viel getan und seid nicht mehr weit von den Antworten entfernt. Zum besseren Verständnis bitte ich euch, nach Irland zu sehen. Dunkle Schleier wurden über Irland gelegt, die verhindert haben, dass das irische Volk aufwacht und erkennt, wer es ist. Diese Schleier wurden vom Vatikan über Irland gelegt. Der Vatikan wacht über sie und sorgt dafür, dass sie dicht bleiben. 16 Schleier wurden eingesetzt, die das Volk in einem Zustand der Anspannung und des Unbehagens hält. Stets in Furcht und Angst, niemals in Ruhe und Frieden. Sie haben 3 weitere Schleier eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Iren sich niemals um ihr drittes Auge kümmern. Die irische Regierung unterstützt die Unterdrücker durch die Beimengung einer sehr hohen Dosis des Gifts Fluor in Leitungswasser. Dies wirkt sich nicht nur auf das dritte Auge aus, sondern zerstört auch die Gesundheit und die Leben des irischen Volkes. Der Vatikan übernimmt auch die Herrschaft über die armen, unschuldigen Kinder, die dem Vatikan aus freien Stücken durch Taufe und Konfirmation gegeben werden. Es sind eure Eltern und Erzieher, die beschuldigt sind, eure Seelen zu opfern. Diese Entscheidung wurde euch genommen. Der Vatikan hat es so geplant und ihr erleidet die Folgen dieser barbarischen Entscheidungen. Nur sehr wenige überleben dies unversehrt. Der Vatikan hat sogar weitere Religionen erfunden, um sicherzustellen, dass es ausreichend Konflikte gibt, die in Teilung und Krieg enden. Die Informationen, die erforderlich sind, um euch aus diesem Herrschaftsgefängnis zu befreien, sind allen zugänglich, die nach ihnen suchen. Dies ist der Augenblick, um euch zu befreien. Alles wurde vor euch bloßgelegt. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war die Wahrheit deutlicher zu sehen als jetzt. Habt ihr den Mut, eure Seele aus der Sklaverei der Doktrin zu befreien? Wenn gute Menschen zusammenkommen, um mit der Quelle zu arbeiten und die Menschen zu befreien, dann erhalten sie alle Hilfe. Wenn euch die Ketten von Religion und Finanzen abgenommen wurden, mit denen ihr gefesselt seid, werdet ihr euch wie neu fühlen, frei, um selbstständig zu denken, um alle Möglichkeiten zu erforschen und die Welt in all ihrer Schönheit und mit all ihren Wundern zu sehen. Dann werdet ihr eure Mitmenschen in einem neuen Licht sehen und nicht mehr als Gegner. Anders als ihr, ja, doch ein jeder von ihnen ein Teil dieses großen Gewebes des Lebens auf der Erde. Wenn ihr wüsstet, was von jenen genutzt wird, die zu verehren und denen zu vertrauen euch beigebracht wurde, um die menschliche Rasse zu manipulieren, zu versklaven und zu vernichten, dann wärt ihr entsetzt. Doch ihre Macht versiegt schnell, da jeder von euch, der erwacht, ihre Machtstruktur schrumpfen lässt. Jeden Tag seht ihr Beweise dafür. Seid glücklich in dem Erwachen, das an Fahrt gewinnt. Es ist aufregend, das zu beobachten. Wir bieten euch Hilfe, die jederzeit verfügbar ist. Ruft einfach nach uns. Seid gewiss, dass ihr euch auf euer Ziel zubewegt. Ihr seid nicht zu stoppen. Dies wurde so bestimmt. Hilfe ist auf allen Ebenen verfügbar, also nehmt sie mit offenen Armen und Herzen an.
Hört auf, wie geistlose Schafe zu handeln, indem ihr ständig euren bösen Herrschern gehorcht. Seht in den Spiegel und findet die Essenz eures wahren Selbst. Spürt die euch innewohnende Kraft. Ihr seid menschliche Wesen, voller Licht mit der Kraft von Gedanken und der Erinnerung. Hört auf, die Schafe zu sein, die eure Unterdrücker gern hätten. Seht mit offenen Augen und offenem Geist all die sogenannten Anführer an, die euch zu Sklaven gemacht haben, die ihnen dienen sollen. Wo sind sie hergekommen? Nicht alle sind sie Menschen. Nicht alle sind Menschen, die auf der Erde leben. Doch sehen sie wie Menschen aus. Sie wagen es nicht, euch ihre wahre Form sehen zu lassen. Sie verfügen über Technologien, die euer Verstand sich nicht vorstellen kann. Sie nutzen künstliche Intelligenz, um euch zu steuern. Ihr könnt sie nicht sehen, doch seid sicher, dass sie euch sehen können. Sie können eure Gedanken lesen, deshalb sind sie euch stets einen Schritt voraus, immer. Sie setzen Hologramme ein, um Menschen zu überschatten und ihnen Schwierigkeiten zu bereiten. Sie setzen Zaubersprüche und Flüche ein, wenn sie sich treffen. Sie nutzen ihre gemeinsame Macht, um euch auf jede mögliche Weise zu entwaffnen und zu verletzen. Meine liebe Frau hat dies am eigenen Leib erfahren. Ihr müsst ihnen bewusst all das zurücksenden, was sie euch schicken. Sie wollen die Erde für sich, doch euch wollen sie nicht. Es muss eine kollektive Absicht bestehen, um sicherzustellen, dass alle, die nicht das Wohl und die Interessen der Menschheit im Sinn haben und nicht auf die Erde gehören, dahin zurückkehren müssen, woher sie gekommen sind. Wir können ihnen nicht gestatten, die Erde weiter zu zerstören und all jene, die rechtmäßig auf ihr leben. Bitte kommt zusammen, vereint euch und stellt die Erde wieder her. Verbindet euch mit euren Herzen und Seelen, um zu werden, wie ihr wirklich seid. Dann findet ihr einen Frieden, den ihr niemals für möglich gehalten hättet. Während sich euer Licht ausbreitet, scheint es auf die Wahrheit. Und es sorgt dafür, dass es für die Finsternis kein Versteck mehr gibt. Es ist eine Schlacht und das Licht gewinnt. Ihr seid beinahe am Ziel. Dieser Sieg ist bereits gesichert. Die Menschheit hat lange Zeit gewartet und sehr gelitten durch ihre Kriege, Hungersnöte und Obdachlosigkeit, die alle dazu gedacht sind, euch zu vernichten. Ihr habt alles überlebt, was euch angetan wurde. Sei es im Namen von Religion oder Politik. Denn ihr habt das Recht auf eurer Seite. Die Erde ist euer. Schützt und pflegt sie. Lasst die Liebe in euren Herzen aus euch herausstrahlen, damit sie alle weckt, die mit euch in Verbindung treten. Meine Liebe, du bist auf dem richtigen Weg. Gemeinsam erreichen unsere zwei Teams Großes. Wir auf dieser Seite des Lebens konnten unsere Freude über das, was wir am 15. Juni erreicht haben, nicht verbergen. Es war monumental. Meine Freunde, ich danke dafür, dass ihr es möglich gemacht habt. Eure Arbeit mit DI in dieser Woche wird Erfolg haben. Für dich war es erschöpfend und so bitte ich dich, dich auszuruhen, da du sonst ausbrennst. Wir müssen diese Arbeit fortsetzen. Als ich auf der Erde war, sagte ich immer, dass wir ein großartiges Team sind. Jetzt sehe ich, wie sehr ich recht hatte. Nicht einmal der Tod konnte das ändern. Bitte danke deinen Freunden in meinem Namen. Dein dich mit Freuden verehrender Monty.